Mein Name ist Stefanie Knecht, ich kandidiere für die Freien Demokraten im Wahlkreis 12 Ludwigsburg. Ich bin davon überzeugt, dass unser marodes Bildungssystem dringend ein Update benötigt. Die Schwächen sind während Corona klar zutage getreten. Die Bildungsschere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Schüler aus bildungsfernen und leistungsschwächeren Familien fallen hinten runter und das ist ein echter Skandal. Und für mich bedeutet das eine Missachtung der nachfolgenden Generationen und auch der Chancengerechtigkeit. Es ist nicht entscheidend, woher du kommst, sondern wohin du willst. Wir müssen unsere Bildung wieder spitze machen, um unseren Kindern die besten Chancen für die Zukunft zu ermöglichen. Ich setze meinen Schwerpunkt im Landtag daher auf weltbeste Bildung für jedes Kind in ein vielfältiges und differenziertes Schulwesen. Wir müssen einen Digitalisierungsturbo zünden für verlässlichen Unterricht, auch unter Pandemiebedingungen. Distanz- und Präsenzunterricht müssen besser verzahnt werden. Wir brauchen nicht nur schnelles WLAN in jedem Klassenzimmer und Endgeräte für alle Schülerinnen und Lehrkräfte, sondern müssen auch dafür sorgen, dass digitale Lernplattformen endlich funktionieren und Lehrer digitale Fortbildung bekommen und zukünftig kein Unterricht mehr ausfällt. Von vielen Bürgerinnen und Bürgern werde ich angesprochen, dass in unserem Land alles zu lange dauert und vieles zu kompliziert geworden ist. In der Tat, Verwaltungsprozesse sind sehr bürokratisch und Prozessabläufe sehr umständlich. Das müssen wir ändern. Wir brauchen einen Staat, der es den Menschen einfach macht, mehr von Pragmatismus geprägt ist und schneller in der Umsetzung wird. Prozesse werden mittels Digitalisierung effizienter, aber auch transparenter. Auch gehört der Abruf von möglichen Fördermitteln optimiert und entbürokratisiert. Ich sehe es als größte Herausforderung an, unser Land fit für die digitale Zukunft zu machen und die großen Defizite im öffentlichen Bereich schnell zu beheben. Da wurde in den letzten Jahren viel zu viel verschlafen. Was wir brauchen, ist zudem ein klarer Wenn-Dann-Fahrplan durch die Pandemie. Eindeutige statistische Erkenntnisse basierend auf Daten und Fakten und nicht nur ein Regieren nach Inzidenzzahlen. Denn wir werden noch lange mit Viren leben müssen, wie Covid-19 oder dessen Mutationen. Ich bin seit nunmehr fast 20 Jahren in meinem Geburtsort, in meiner Heimatstadt Ludwigsburg, in der ich nach Studium und Auslandsaufenthalten seit 2002 wieder lebe, ehrenamtlich politisch aktiv. Für viele bin ich einfach nur die Steffi und das soll auch immer so bleiben. Für Menschen da zu sein, ihre Probleme und Themen mit in die Politik zu nehmen, Dinge für sie zu verbessern, mit den politischen Mitbewerbern um die besten Lösungen zu ringen, ganz ohne Ideologie, sondern zukunfts- und vernunftsorientiert. Das sehe ich als meine Aufgabe an, als bürgernahe, ehrenamtliche Stadträtin und vielleicht auch demnächst als Ihre Landtagsabgeordnete in Stuttgart für den Wahlkreis 12 Ludwigsburg.